Hallo Leute und willkommen zurück zu Let's Play Xenoblade Chronicles 2. Hallo Leute und willkommen zurück zur nächsten Aufnahmesession zu Xenoblade Chronicles 2. Ich habe den letzten Part tatsächlich relativ praktisch abgeschlossen. Das ist Session, meine ich, nicht den letzten Part. Die Kopfhörer sind ein bisschen laut eingestellt. Und ja, wir haben es jetzt. Ach doch, wir müssen hier lang. Ja. Genau, wir haben es timingmäßig her so geschafft. Okay, Red. Doch, wir gehen jetzt mal kurz hier lang. Auf der anderen Seite geht es nämlich definitiv nicht weiter. Auch das ist kein Weg nach unten, schade. Ja, ich konnte da glaube ich 7 Parts rausrennen. Wir sind ja schon durchgerendert. Ich muss lediglich dran denken, die zu uploaden. Okay, hier kommen wir her, aber wie zum Henker kommen wir dann. Nee, hier ist ein Weg nach unten gleich. Da hinten. Der führt da vielleicht unten drunter. Kleine Banero. Oh mein Gott, müssen wir da echt runter? Let me just try something. Auf. Ja. Das ist übrigens die zweite Aufnahmesession für heute. Das kein Wasser. Okay, wait, aber hier kann ich eine Rampe sehen. Die führt hier lang. Hier hoch. Da hinten. Da ist ein Schnörklerweg, der runterführt. In der Stadt, oh mein Gott. Dann ist es das Ding hier. Was wir lang müssen. Das ist ja ekelhaft. Gott, das ist ja ekelhaft. Egal. Aber wir pumpen die Nacht jetzt direkt nochmal eine zweite Session durch hier. Und noch ist es ein bisschen zu warm. Also tun wir nochmal hier den Ventilator anmachen. Ja, man hört ihn ganz leicht auf der Aufnahme, wenn gerade nichts anderes gesagt wird oder so. Okay, nicht der Ort, den wir. Dies ist nicht der Ort, den ihr sucht. Dies ist der Ort, den wir suchen, ne? So. Jo, das ist der Ausgang, den wir suchen. Jetzt müssen wir hier richtig hart durchkraxeln. Sehr gut. Ich habe jetzt neben mir auch extra ordentlich Koffein stehen. Also ordentlich Koffein ist übertrieben, aber Koffein. damit wir hier auch die Session durchgeballert bekommen.
Weil, naja, auch wenn ihr die nicht bekommen werdet, mehr rechtzeitig alle Parts bis zum Release. Es gibt garantiert Zusammenfassungsvideos, falls euch das interessiert. Ich denke aber nicht, dass es sehr elementar ist, die gesamte Story des Spiels zu wissen. Die erste halbe Stunde oder sowas von Xenoblade 3. Welche wir uns am Freitag angucken wollen. In dem Video. Zack. Sind fast ready für den Sacred Arrow. Sacred Arrow. Make sure to keep Rex focused. Don't you worry, Gramps. Yeah, he's got some real potential. Hier geht's lang. No? Okay, nein. Zack. Da geht's lang. Ja, genau. Wir werden hier durchpumpen. Und genau, ja. Ich denke mir, es werden nicht nochmal die erste Viertelstunde, die erste halbe Stunde von Xenoblade Chronicles Definitive Edition uns angucken. Das haben wir damals in einem Stream gemacht. Und das war der Moment, wo ich festgestellt habe, dass YouTube einfach nur am Trollen ist, was Sachen Qualität angeht. Ich habe ja neulich ein Jedi Outcast Video hochgeladen, wo ich über Qualitätskontrolle geredet habe. Hat YouTube auch nicht. Die Standards, die auf YouTube existieren für Bitraten. Der Grund, warum ich dieses Video ebenfalls in 4K hochlade. Obwohl es kein natives 4K ist, ist einfach, weil die Bitrate auf 1080p, selbst wenn es keine, wenn ich keinen finde, also gar keine Art von Filter oder sonst irgendwas hätte, die Bitrate, die YouTube standardmäßig verwendet für Full HD Videos, ist so gering, dass halt auch Full HD Spiele darauf scheiße aussehen. Weil die Bitrate halt einfach zu niedrig ist. Die 4K-Bitrate ist gut für Full-HD-Videos. Ja. Also ich glaube, YouTube rendert 4K-Videos auf eine 20.000er-Bitrate runter. Was, damit kannst du keine 4K-Videos unterstützen. Ja. Also, ja, das ist wirklich viel, viel, viel zu wenig. Gibt es einen Weg nach unten außer springen? Aufwind. Element, Erdelement.
Okay. Hier geht's nicht weiter, hier ist nur ein Hase und ein Aufwind. Geht's doch hier lang. Oder nicht? Hä? Aber es gibt doch keine anderen Pfade mehr, die man nehmen könnte, oder? Doch. Hier hinten lang. Hä? Ich verlaufe mich in dem Spiel zu leicht. Das Weltendesign ist zwar einzigartig, aber verwirrend as fuck. Ich sag's, wie es ist. Ja. Wir schauen uns dann da das nicht nochmal an. Ich denke, wir schauen uns gerade da das an, wo ich gerade im privaten Spielstand bin mit der Bonus-Episode. Auch wenn das Gameplay da ein bisschen anders funktioniert. Ja. Nämlich, es gibt keine Warnungen mehr. Also, Schulk hat keine Visionen mehr, mit denen man Spezialtechniken auf gut Glück kontern kann. Oder besser, mit denen man die gezielt kontern kann. Jetzt muss man auf gut Glück einfach hoffen, alles richtig zu timen. Nächste Dulli. Ich muss mal gucken, ob ich hier Techniken bei Rex oder Nia oder irgendwie einen der Protagonisten mal wieder skillen kann. Also, einem der Protagonisten, die wir spielen. Meine ich damit. Einen der Kampfprotagonisten. Gameplay ist da ein bisschen anders, aber ansonsten Techniken. Heiliges Schwert. Boah. Sensensturm. Oh, der Flügelschlag ist so viel besser, den zu upgraden. Aber hallo. Dir, du kannst Jaguar krallen. Aber wir gehen erst auf Heilende Corona. Und bei dir geht das auch noch nicht.
Zack. Schwertpeitschen haben wir Feuersbrunst auf Level 4. Oha. Ah, weil die mehr Wut erzeugen, um die Aggro auf sie zu ziehen. Okay. Zählt 50% mehr Schaden, wenn KP 90% oder höher. I guess that's it. Bei dem auf Berserker schlagen. Krass, dass wir die noch nicht aufrüsten können. Ausrüstung erhöht Stärke, erhöht Schaden an Autoangriffen. Nö. Wir hatten Unterschneider. Nope. Ich bin übrigens... Oh Gott, nee. Tja, ich bin übrigens am Überlegen. Ich denke, ich werde morgen oder übermorgen das Xenoblade 1 Video aufnehmen? Ja, ich denke schon. Und ja. Genau. Ja, versuchen das Spiel jetzt hier durchzupumpen, deswegen hier nochmal ein paar Stunden. Ja, ich habe halt schon 3,5, 4 Stunden, 7 Parts, bisschen was geschnitten, fast 4 Stunden aufgenommen, also... Ich habe zum Glück schön viel Speicherplatz jetzt. Wir haben noch 578 GB frei zum Aufnehmen. Ich habe ordentlich was gelöscht. Und meine Festplatte gecleant. Ich glaube, ich bin wirklich einer der schlimmsten Data Hoarder ever. Weil ich einfach so viel Festplatte habe. Genau, ja, ich bin richtiger Datenmann, ich weiß, wie viel Terabyte ich auf meinem Rechner habe, aber ich glaube, ich hatte ausgerechnet mal 10,5 oder sowas. Habe ich intern. Also ich habe 3x2. Ja, 3x2 sind 6. 2x1 sind 8. Ne, 8,5 waren es. Und noch ein halbes. Genau. Genau, und aktuelles Ziel für nächste Aufrüstung ist Terabyte Backup-Platte einfach reinballern von. Ich weiß nicht, irgendeine große NAS-Platte oder sowas, die da reingeballert werden soll. Als Backup. Thank you.
Los, 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 ballern. All das nur für diesen einen Schatz. Und da ist noch ein einsamer Punkt. Ein Sammelpunkt. Oh mein Gott, die Pflanzenkunden-Kombi wieder. Jetzt wird es Zeit, wieder nach oben zu gehen. Ja, genau. Haben wir noch ordentlich Speicherplatz frei. Und können schön aufnehmen auf Reserve. Und haben dann schön ordentlich Videos. Für euch für eine Weile. Ja. Genau, also wenn ich das tatsächlich durchgeballert kriege, die komplette Story von Xenoblade Chronicles 2. Bis wir am Freitag dann den dritten Teil spielen. Dann aber mal ordentlich Respekt. Ich weiß nicht, ob ich so viel Speicherplatz habe. Also ich denke schon, ich habe so viel Speicherplatz. Ich habe noch ein halbes Terabyte frei auf meiner zweiten Chunky Storage Platte. Also, ich bin mir ziemlich sicher, ich kann auch eventuell das Familien-NAS einmal ein bisschen, ich bin dead, alles klar, hijacken. Da sind auch noch 2 Terabyte frei. Also allzu viel kann ich da nicht hijacken, aber ein paar 100, 200 GB kann ich da garantiert von... Ich ja garantiert ein bisschen zwischenspeichern. Wenn ich das als ich muss mal kurz große Datenmengen auf der Festplatte rotieren mache. Oder wenn Gehalt kommt, dann also vor Freitag. Dann wird nochmal die externe Festplatte, die ich mir holen wollte. Ich musste mir jetzt leider nur Kopfhörer kaufen, weil die alten kaputt gegangen sind. Also ist das Budget, was eigentlich für mehr Speicherplatz und ein neues Gehäuse draufgehen sollte, jetzt für neue Kopfhörer aufgegangen. Naja. Jetzt kein neues Gehäuse. Und weg. Boah, ich krieg hier richtig eine Schniefnase, ey. Ah, da müssen wir immerhin nicht lang. Ich versuche unnötige Kämpfe zu vermeiden, aber wenn ich in den Kampf reingezogen werde, dann falle ich den noch zu Ende. So viel muss sein, ja. Wie wär's, wenn der Tank mal die Aggro ziehen würde? Von den Viechern. Ja, ja, lauft. Natürlich laufen die alle weg. Okay.
Zack. Sacred Arrow! Ach Junge, warum habe ich immer so viel Damage auf mir? Warum habe ich überhaupt irgendeine Art von Akku auf mir, Mann? Kann unser Tank bitte seinen Job tun und die Akku auf sich ziehen, ey? Und jetzt flieg vom Himmel, Alter. So, ordentlich XP bekommen. Ich würde mal eine Stelle kurz schneiden und mir die Nase putzen. Also, bis gleich. So. Mir ist dann weg. Und weiter geht's, und während wir uns hier durch das ganze Ding kraxeln. Ich find's ja erstaunlich, dass sie tatsächlich ingame nur 3 Stunden Zeit haben. Ingame zeitmäßig aber schon Stunden um Stunden vergangen sind. Und wir auch in Sachen Echtzeit gerade bei echt hohen Zeitwerten ankommen. Let me check the map. Okay, wait. Tja Leute, ich würde sagen, das war's erstmal mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst eine Bewertung da. Möge die Macht mit euch sein. Und tschüss.